mit dem YouTube-Zeichen geht es dann auch nach der Pause weiter. Und wir müssen innerhalb von den nächsten 4 Runden dieses Paket da zerstören. Ich gehe mal hier zurück zum Spiel. So. Ja, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hitpoints. Die Frage ist, ob ich dann weggranaten will. Und kann. Die Antwort auf die Frage ist nein. Aber ich kann auch nicht drauf schießen. Die Frage ist, warum? Also ich müsste rein theoretisch eine Line of Sight, wenn ich hier durchgucke, haben. Habe ich aber nicht. Was scheiße ist, weil ich muss dann jetzt mitten ins Gebäude rein. Und ich habe keine Ahnung, von welcher Seite noch Aliens kommen könnten. Ich vermute von hier, weil hier hatten wir ja doch schon jetzt einigermaßen die Übersicht. Was war das denn? Voll das Moped. Ja, ich gehe davon aus, wenn, kommen sie von hinter dem Haus. Was halt nicht geil ist. Das heißt, ich muss tatsächlich nochmal meine Spezialisten hier nachziehen. Ungefähr bis hier, dass die Frontline weiter rein kann. Denn sonst bin ich zu exponiert, wenn was über die Flanken kommt. Und ich weiß nicht, was kommt. Die Mission ist Mittel. Also ich glaube, das, was wir bis jetzt gesehen haben, war jetzt nicht unbedingt Schwierigkeit Mittel. Das waren die ganz normalen Mopeds, die wir auch bei Leicht hatten. Wie gesagt, bei Leicht hatten wir schon dieses Raketenwerfer-Moped. Soweit erwarte ich jetzt hier auch. Ja, der Sniper nützt mir hier oben nicht, weil das ist schon so weit weg, Mann. So. Ich überlege mir jetzt erstmal den Move, bevor ich weiter auf den Chat gucke. Die Frage ist, warum kann ich das nicht anvisieren? Ja, kann nur das Moped hacken. Ja, das will ich nicht. Ja, pass auf, wir ziehen erstmal die Spezialisten nach. So. Spezialist Nummer 1. Also bis hierhin würde ich sagen, ist die Mission gut gelaufen. Da kann ich mich absolut nicht beklagen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ob ich hier oben irgendwas entdecke, was ich vielleicht gar nicht entdecken will. Und dann stehe ich da ziemlich exponiert, wenn hier von der Seite was kommt. Wie weit könnte ich die moven? Könnte ich hier hin moven? Den könnte ich da hin moven? Der wird eventuell treffen. Fantrilla. Ja komm, wir gehen mal mit Fantrilla aufs Dach. Ja, machen wir. Einfach mal Looky-Looky machen. Alles klar! Nix. Okay. Okay. Desmans, komm gut ins Bett, mein Lieber. Danke fürs Reinschauen. Hoffentlich bis morgen. Alexa ist auch Stampfer. Nach jahrelangem Rauchen. Wunderbar. Ja, und wir müssen hier näher ran. Das hilft ja alles jetzt nichts. Bitte Feuerschutz! Fällt mir gar nicht. Ich glaube, das merkt ihr gerade. Bin schon dabei. Advent ist hier. Ziel in Reichweite. Ja, und das zum Beispiel ist eine Mechanik, die ich... Alter Scheiße. Die ich, This is an automatic message from Twitch TV. We're having technical difficulties with the Kappa emote. Please type Kappa into your chat to make sure it works. Thank you for your cooperation. Warte mal, bis die Kappa-Bombe weg ist.
André! André! André will eine Kappa-Bombe und Kappas von euch im Chat. Los! Tut, was er möchte. Gut, dass es gerade um Rauchen ging. Ein Jahr rauchfrei. Yeah! Hier mal 3,37 mehr, als ich am Tag fürs Rauchen ausgegeben habe, weil ich den Sound wollte. Danke an dich und die Community dafür. Oh Mann, André. Dankeschön. Oh Mann. Für so viel und die Kappa-Bombe. Ihr seid verrückt. Dankeschön. Und ich habe gerade hier ein richtiges Problem, André. Ich werde sterben. Glaube ich. Leider. Also ich glaube, den werde ich nicht retten können. Dankeschön. Ja, und wie gesagt, haut die Kappas bei der, bei dem Donation, bei der Summe und dem Ding hier, ne? Das Kappa-Bombe, da muss von euch Kappas kommen. Viele Kappas. Also nicht jetzt in einem, sondern nacheinander. Oh Mann. Ah. Oh Mann, ihr seid verrückt. Dankeschön, André. Wobei die Frage ist, welcher André? Jetzt muss ich ja dann tatsächlich nochmal fragen. Wir haben ja André Ente Witzlord, der geraucht hat. Wir haben André fucking awesome, aber da glaube ich, trifft es nicht zu. Ich glaube, dass es eher André Ente Witzlord ist. Kann das sein, André? Weil wir ja mehrere Andres haben und ich habe Angst. Und ich habe nur noch den Runner and Gunner, der nichts in Sicht hat. Geile Scheiße. Entschuldigung. Mit Glück werde ich es überleben, weil ich nur getasert werde. Mit Pech sterbe ich komplett. Schon unterwegs. Bin dabei. Das war jetzt nicht gut. Das war nicht gut. Nein! Nein! Nein. Oh komm, schieß doch wenigstens irgendwas ab. Hau da hinten eine Granate hin. Hau einfach eine Granate dahin. Oder flüchte. Das ist auch okay. Oh, das ist super okay. Top Typ! Er hat sich selbst den Arsch gerettet. Ja, da oben steht aber einer, mein Hasi-Putzi. Oh, der ist unter Overwatch. Oh, ich lebe noch. Die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. Ich lebe noch. Ich lebe noch, Hype. Ich lebe noch, Hype. Ja, ich gehe mit Lasator konform, mit dem Kronos, also der Kronos und ich. Ich hatte ihn mir auf der Dampfermesse direkt geholt in Oberhausen. Wir sind keine Freunde geworden. Und, Spike nutzt ihn und er ist damit zufrieden. Ich kam damit nicht klar mit dem Kronos. Weiß ich nicht warum. Der Raginator hatte mir die Dochte gemacht. Ich hatte halt immer das Problem, entweder ist er ausgelaufen oder er hat gekokelt. Die optimale Menge hatte ich nie hingekriegt. Das heißt, meine absoluten Lieblingsgeräte im Moment ist tatsächlich hier die, Wismak mit dem Sephyrus V2, Dual Coil selbst gewickelt und vom Geschmack, weil er einfach nochmal ein bisschen intensiver und geiler schmeckt, hier auf der iStick 100 ist im Moment der Geekwave Griffin mit Competition Cap. Ist quasi fast wie ein Tröpfler oder schmeckt wie ein Tröpfler, ist aber ein Tankverdampfer, aber hat einen relativ kleinen Tank, der geht halt super schnell leer. Und ansonsten habe ich hier noch den Cryos. V3 auf der X-Cube 2 und auf der anderen X-Cube 2, steht da hinten, komme ich jetzt nicht ran, ist noch der TVF4. Und ich feiere gerade, dass ich noch lebe. Ich hoffe, das kann ich auch noch so durchführen. Der Sniper sieht was. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es ist relativ weit weg. Egal, komm, wir probieren jetzt einfach mal den Overwatch-Typen oben erstmal wegzumachen. Ich weiß, es sind nur 21%, aber eventuell. Man kann ja beten. Man kann ja beten.
So ist das absolut knorke und korrekt. So, wo ist denn der andere Typ? Wo ist denn der andere Typ hin? Einer war oben, den haben wir weggefragt. Einen hat er abgeschossen. Natürlich, der lebt ja nicht mehr. Es lebt nur noch der Butzelputzelmann. Und den können wir jetzt einfach wegrenadieren. Wenn ich die Revitalisierungsprotokolle auf ihn mache. Haben wir nämlich eine gute Position. Und können nämlich von da die Granaten reinpfeffern. So. Hallöchen. Popöchen. Das ist falsch. Warum geht das nicht? Warum? Er hat das Fenster vor sich und kann hier nicht auf gerader Linie durchschießen zu dem Moped. Was ist denn da falsch? Was ist denn da falsch dran? Kann mir das meiner... Nein, ihr könnt es mir natürlich nicht erklären. Ah, da geht's. Ja, das sieht doch recht brauchbar aus. Oh Gott, jetzt kriege ich die Position bestimmt nie wieder hin. Da ist das Alien nicht mit drin. Da ist das Alien mit drin. Genau da will ich hin. Granate! So. Einmal bitte zurück. Ich möchte die Standardsicht haben. Nicht schlecht. Finde ich auch. Und los geht's. Overwatch? Gebe Feuerschutz. Overwatch? Na los, zeigt euch! Mache abfeuern. So, finde ich gut. Meines 1-5 Status bestätigt. Mission erfüllt. Einer leicht verwundet, naja. Und das war Mittel? Also tatsächlich war die Mission jetzt einfacher als die leichten. Perfekt. Perfekt, perfekt. So. Sehr geil. Ausgezeichnet. Jetzt stört das Spiel ab. Dann will ich schreien. Petro, sei gegrüßt. Schönen guten Abend dir. Ja, das war eine schöne Mission. Ich glaube, das war bis jetzt die beste. Wir hatten Glück, dass der Typ in Panik richtig gut rausgelaufen ist. Was uns jetzt gekillt hätte, hätten wir denen das Schild gegeben, dass er nicht in Panik ausbrechen kann. Ich glaube, das hätte ihn dann gekillt. Ich hoffe, wir kriegen Level-Ups. Das wäre ziemlich geil. Gucken wir mal, was wir erreicht haben. Hat sich jetzt eigentlich André geäußert? Welcher André? Nee, oder? Das heißt, ich weiß immer noch nicht, welcher André für die Kappa-Bombe verantwortlich war. Gute André. Arbeit da draußen, Kommando. Alle André ist der Welt. Dankeschön. Kein Level-Up. Holy moly. Hattest du bei den Leichten schon die Magnetwaffen? Ja. Die Leichten hatten, also nicht die Leichten, sondern die Spezialisten hatten die Magnetwaffe. Die hatte ich. Ah, okay. Danke, Spike. So. Ja. Ich hoffe, der ist nicht zu lange krank, weil der im Raum immer. Und eine Magazinerweiterung.
Ja, die Frage ist, wo wir die draufpacken. Sektoidenleichen, Adventsoldatenleichen. Ja gut, nehmen wir mit. Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Okay, dann auch nochmal die anderen. Gute Arbeit. So, 114 Informationen. Ja, ich würde gern irgendwas anderes kriegen, außer immer nur diese Informationen. So, wie lange ist der jetzt verletzt? Schauen wir mal. Gar nicht? Das war doch... Grey Fox. Ne, Quatsch, wer war denn verletzt? Der Grenadier war verletzt, ne? Oder war es Nuklear Scan? Ne, Nuklear Scan war es. Der war verwundet. 6 Tage. Ja gut, 6 Tage geht. Damit kann ich leben. So. Ja, tatsächlich. Wobei, ihr redet gerade über die Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt von den Einstellungen meint oder zu den Missionen. Also wir hatten 7 Aliens. Bei den anderen leichten auch. Also daran lag es jetzt nicht. Und die Einheitentypen waren jetzt auch nicht super kompliziert. Ich glaube, das lag eher am Zeitlimit. Es ist dunkel, feucht und aus Metall. Das Schiff unterscheidet sich kaum von der alten Basis. So. Es wird noch irgendwas geforscht. Plattenrüstung. Es wird noch nichts gebaut in dem Testbereich, ne? Das müssen wir auf jeden Fall machen. Schädelauswertung. Was macht das denn? Ja, ein Illyriumkern, 75 Vorräte. Oh Gott, oh Gott. Ich würde die Feldmedizin gerne nehmen. Und die experimentelle... Oh, den Schädelstecker kann ich... Wieso kann ich denn noch einen bauen? Achso, klar. Ich könnte mehrere bauen für mehrere. Nee, will ich aber nicht. Und die Munition. Okay, jetzt... möchte ich einmal dann doch gespoilert werden. Jetzt darf mir der Chat, also dürft ihr mir helfen. Ist diese experimentelle Munition, muss ich die dann jedes Mal bauen? Ist sie für jeden Soldaten? Oder ist die einmal gebaut wie die Waffen für alle? Und einfach nur mehr Damage für immer? Weil ich wüsste nicht, wo ich die Munition jetzt auswählen könnte. In den Waffen. Also wie gesagt, da dürft ihr mir jetzt einen Tipp geben, wenn ich die baue, ob die dann für alle Waffen halt permanent zur Verfügung steht oder ob ich die irgendwie ausrüsten muss oder whatever. Das wird hier nämlich leider nicht klaus... wie die Granaten. Ja, kommt drauf an, welche Granaten. Also muss ich die als Granatenslot ausrüsten oder was? Nur ein... nur für einen Extraslot? Das ist ja doof. Und jeweils ein Item. Also es ist quasi so ein Notbehelf, wenn so ein riesiges Monster-Moped vor dir steht und du halt nicht weißt, wie du 20 Hitpoints wegbomben musst, dann kannst du so ein Moped wahrscheinlich einwerfen und machst dann halt einmal Boomschaden. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Brauchen wir definitiv irgendwann. Nämlich, da werden garantiert irgendwelche Mopeds kommen, die 20 HPs haben und 87 Rüstung. Und dann müssen wir da durchpfeffern. Bo, sei auch gegrüßt. Und dann verschwindet die. Ach du Scheiße. Ja, klar. Und dann halt beim nächsten Mission wieder da. Aber immer nur für einen. Ja, dann mache ich erstmal hier nichts, weil das kostet mir im Moment alles zu viel Knete. Ich würde gerne die Munition nehmen, wobei ich nicht weiß, was die macht. Die Feldmedizin. Aber da haben wir ihn ja nicht genug. Also hier machen wir erstmal eine Pause und forschen nichts. Stattdessen... Warum ist die Caleb Martin beschäftigt? Die möchte ich hier rausholen. Entfernen. Dann möchte ich nämlich hier erstmal weiter buddeln. Genau, weil das gibt halt Vorräte. Das nehmen wir erstmal mit. Und dann müssen wir auch irgendwann Energie bauen. Das darf ich auch nicht aus den Augen verlieren. Was brauchen wir noch? Die Plattenrüstung wird geforscht. Den Checker muss ich einsetzen.
Ich muss Kontakt herstellen. Was ist denn jetzt hier mit der Mission? Gucken wir mal hier. Stadion. Commander, nach unseren jüngsten Erfolgen haben Mitglieder des Widerstandes in Ostamerika Bericht über Aktivitäten gegeben, die wir untersuchen sollten. Nicht jetzt. Belohnung, Vorräte. Da weiß ich immer nicht, wo das sein soll. Weil das sieht man hier halt nicht. Ach doch, da. Stadion, Vorräte. Wir sind hier. Wir heilen uns mal schneller. Und wir haben hier noch 7 Tage verbleibende Zeit. Einfach mal ganz kurz einmal reinscannen. Kurs auf Sektor 10, die östliche USA. So, reicht. Dann holen wir uns die Vorräte. Wobei ich nicht weiß, ob das alles parallel ist. So, Grenadier. Perfekt, den nehmen wir mit. So, was brauchen wir jetzt? Gucken wir mal, was unsere Soldaten zeigen. Wir haben 3 Grenadiere, wir haben 2 Ranger, wir haben 2 Scharfschützen und 2 Spezialisten. Dann nehmen wir, Entschuldigung, 2 Ranger. Dann nehmen wir lieber noch einen Ranger, weil ich mit denen ganz gerne spiele und die ziemlich gut sind. Dann kommt der neue Rekrut auf jeden Fall auch noch auf die Ranger-Position. Mhm, das machen wir. So, Ranger. Dann haben wir nämlich davon auch noch einen. Perfekt. Commander, lokale Widerstandstruppen sind bereit für die Kontaktaufnahme. Wir müssen den ersten Schritt machen. Ja, ich weiß. Was ist jetzt schon wieder? Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Alter Schwede, hier ist alles am Blinken und ich habe keine Ahnung, wie ich das alles stoppe. Ich würde halt gerne erstmal ganz kurz die... Also ich weiß auch nicht, ob diese Dinger irgendwann hier verschwinden. Das ist mir auch noch nicht klar. Oder ob der einzige Zeitaspekt oben das Avatar-Projekt ist. Aber wir werden jetzt mal... erst diese Vorräte mitnehmen. Wir haben so wenig, sonst können wir eh nichts machen. Klappt ja super. Verdorbener Becher. Ostamerika. Setze Kurs auf die östliche USA. Du kommst ja zu nix. Commander, Tigen und Shen werden nur zufrieden sein, wenn wir den Schädelstecker erfolgreich nutzen. Wir sollten vor dem Einsatz einen unserer Soldaten halt die Klappe. Halt die Klappe. So, was haben wir denn? Wir haben Scharfschütze, wir haben Grenadier, wir haben Specialist, wir haben einen Ranger und noch einen Specialist. Also ist quasi die gleiche Gruppe wie gerade, ne? Sehe ich das richtig? Du hast auch das bessere Gewehr. Du hattest auch das bessere Gewehr. Also das modifizierte Gewehr, meine ich damit. Du hast die Chance, dass der Schuss keine AP auslöst. Damit schießt du eventuell öfters. Und ich hätte dementsprechend noch eine Magazinerweiterung. Was hat denn der Scharfschütze drin? Scharfschütze? Da. Arbeit. Ach, du hattest schon eine drin und da ging nur eine, ne? Ja, du hattest schon die Sofort-Kills. Genau. Ja komm, dann bleiben wir bei Grey Fox. Kriegt der noch das einmal mehr Schießen-Moped?
oder? Ja, der Scharfschütze kann es nicht kriegen. Ja, kriegt das der hier. Packen wir da einfach mal rein. So, dann können wir noch einmal mehr schießen. Du hast die Schrotflinte und den einen Perk. Du hast das Schild. Den Stecker nehme ich nicht mit, ungeachtet dessen, was gefordert ist. Wir haben tatsächlich drei Granaten. Einmal heilen, einmal... Verstehe. Sieht gut aus. Schwierigkeit gerade zum Mittel. Na ja, gut. Reiten wir los. Beziehungsweise die Frage ist, ob wir wirklich mit zwei Spezialisten gehen. Wir könnten rein theoretisch schon mal gucken, ob wir für Van Triller, den ich nämlich nochmal kurz raus. Wen haben wir denn noch hier? Ein Grenadier, einen weiteren. Was? Markus, was machst du offline? Wie? Was mache ich offline? Habe ich Frame Drops? Kann ich leider nicht gucken. Also ich hoffe mal nicht, dass ich offline bin. Ich sehe mich noch online. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Wir könnten mit Flummix gehen. Der ist ja schon KPL. Was ist ein CPL? Hat er schon was geskillt? Ich weiß es nicht. Solaranfähigkeiten. Ah, der hat schon zerfetzen. Korporal, Sergeant, 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 Private, Private. Also nehmen wir ihn noch mit. Ja. Iron Man. Erzer. Also einmal, ich speichere zwar, aber ich lade nicht, wenn ich sterben sollte. Quasi Iron Man. Weil ich die Option nicht gefunden habe, zu aktivieren. Vielleicht war das die Frage bezüglich deines Offline-Jobs oder so. Das weiß ich nicht, keine Ahnung, was YOLO Gamer wissen wollte. Also die Frage, was ich offline mache, ist halt sehr weitreichend. Dann bitte spezifizieren Sie Ihre Frage, YOLO. Keine Ahnung, sonst kann ich die wahrscheinlich nicht beantworten. Ich überlege jetzt, ob ich jetzt mit zwei Spezialisten gehe. Das wäre einmal mehr Heil, einmal mehr mit Defensive. Und hier hätte ich jetzt zweimal Granaten mehr. Und ein bisschen mehr Bums. Halten Sie die Adventvergeltung auf. Bisschen mehr Bums wäre nicht schlecht, oder? Ich glaube, ein bisschen mehr Bums. Wäre auch mehr Vision und Pieper Pops. Ja, komm, wir gehen halt mit Flomix. Dann haben wir den einen Heiler. Und vier Granaten. Passt. Reiten wir los. XCOM 1 habe ich komplett gespielt, Erzer. Und sogar Let's Play findest du auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich auch auf der Schwierigkeitsstufe normal gespielt und auch nicht neu geladen. Ja, es ist deutlich anders. Viel schwieriger, finde ich. Ich spiele Veteran jetzt hier, was normal ist, mehr oder minder. Und es ist deutlich schwieriger. Also mir sind jetzt schon mehr Moped-Männer gestorben als im gesamten Let's Play. Advent-Friedenshüter das Gebiet bei einem Außenposten durchkämmen. Die Aliens töten jeden, den sie finden. Wir greifen ein, um so viele wie möglich zu schützen. Sichern Sie das Lager und eliminieren Sie alle Feinde. Neutralisieren Sie alle feindlichen Schreinkämpfer, wenn retten Sie mindestens 6 Zivilisten. Ja gut, letztes Mal hatten wir eher neutralisiert als gerettet. Oh, das sieht aber hübsch aus. Menace 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Jawohl, ja. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Achso. Also ich fange halt nicht hier im Tarnmodus an. Ja, ich speichere mal wie üblich. Schwupp, schwupp, schwupp. So, wie viel haben wir denn? Wir haben 13 Zivilisten, 6 muss ich retten.
Da wäre der erste, da wäre der zweite. Und die Frage ist, wo der Rest ist. Hier geht's weiter. Na, immer weiter. Gut. Und wir sind nicht verborgen. Das heißt, das kann ich jetzt nicht zu meinem Vorteil nutzen. Schon mal scheiße. Das heißt, ich kann mich am Anfang nicht so schnell frei bewegen, wie ich es jetzt gerne möchte. Da bin ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt. Das ist halt eben eine Neuerung von XCOM 2 gewesen. Aber wie gesagt, ich, wenn er den ersten Teil gerne gespielt hast, wirst du hiermit auf jeden Fall Spaß haben. Wie gesagt, das ist halt knackig. Eventuell privat sogar auf leicht erstmal anfangen, um die Technologie kennenzulernen und wie man am besten forschen sollte. Das kann sein, dass ich komplett falsch gerade forsche und mich falsch priorisiere. Dass das nach hinten raus, nach hinten losgeht. Ich weiß halt von vielen, die XCOM Let's Played haben, dass sie das Spiel auch nicht fertig bekommen haben, weil sie sich verzockt haben. Das kann hier auch passieren. Es gibt hier tatsächlich mehr oder minder Game Over, wenn du halt Kacke spielst oder dich verforscht oder irgendwann nicht mehr weiterkommst. Kann es sein, dass du aber nur EU Enemy Unknown Let's Played hast, nicht aber Enemy Within? Richtig, absolut richtig, Regalo. Das DLC habe ich nicht Let's Played, da habe ich nur ein bisschen privat gespielt. Habe ich auch gar nicht durchgespielt. Aber ich habe es halt gespielt. Ja, gute Frage. Womit fange ich an? Mit einem Heavy Gunner. Das klingt doch gut, wa? Toll, da bin ich in der Senke. Da habe ich ja noch weniger Möglichkeiten, nach oben zu schießen. Das gefällt mir schon mal ganz und gar ungut nicht. Also was halt hier auch schon dazu kommt, wir haben hier keine erhobene Position für unseren Sniper. Null. Also hier ist nichts. Er kann ja nicht auf den Baum. Das ist schon scheiße. Halt nicht, was hier ist. Das ist auch ein riesiges Gebiet noch. Das könnten halt von allen Seiten sein. Ich glaube, hier ist eher unwahrscheinlich. Los geht's! Hier sind Advent-Truppen! Das war klar. Das war klar. So, du siehst für 42. Das ist ein bisschen wenig. Du siehst für 28,51. Du bist der Snipermann für 55. Ja, ein Snipermann für 55, ja, können wir ja mal wieder sagen, Petri Heil, oder? Besser wird das doch vielleicht, wenn ich eine Granate. Okay, erwische ich beide? Das wäre die einzige Frage, weil damit würde ich die Deckung vielleicht noch wegschießen und hätte eine bessere Trefferchance mit dem Scharfschützen. Ja, das klappt. Das klappt perfekt. Das machen wir auch direkt. Dann ist nämlich die Deckung weg. Granate! Hinein ins Vergnügen. Und dann ist die Deckung weg. Was jetzt eine schlechtere Chance hat als vorher. What? Was ist denn das bitte für eine Kacklogik? Die muss mir jetzt mal einer erklären. Die muss ich jetzt nicht verstehen. Unterwegs. Verstehe ich wirklich nicht, aber egal. Na egal. Können wir ja mal hoffen, dass ich jetzt für 36 noch treffe. Ich hätte jetzt gedacht, ich kriege die eigentlich relativ easy weg, aber nein.
alles möglich, das, was er soll. Ziel verfehlt. Ja, das Zuglimit gibt es hier schon, Lasator, weil die Gegner die Humanoiden killen. Na, jetzt habe ich voll, ne? Das ist doch schon mal schön. Also sprich, du musst 6 Leute retten. Und wenn die Gegner halt permanent die Menschen schlachten, irgendwann sind die tot und dann wäre auch verloren. Also das heißt, du musst halt schon relativ zügig halt was machen. So, Run and Gun. Die Frage ist, die ich mir jetzt gerade stelle. Ob, ja, nee, ich komme ja nur bis hier. Komme ich nicht hin, verstehe ich schon. Wen habe ich denn noch? Ich habe nur noch Nuclear Scan. Ne, hier ist noch einer, oder? Ne, nur Nuclear Scan. Ja, pass auf, den ziehen wir einfach nach vorne. Der hat gut HP. Der hält das aus. Also, der wird auch nicht betäubt. Der ist ja immun. Bin schon dabei. Wenn jetzt nicht die Hölle losbricht, sollte er es auf jeden Fall überleben. Selbst wenn er das First Target wird. So, weil die fangen nämlich jetzt irgendwann an, einfach hier Zivilisten zu töten, wollte ich sagen. Aber der rennt einfach weg. Das wollte ich sagen. Und damit hast du quasi schon ein Zuglimit. Wir müssen das beenden. Also im Endeffekt nach, wie viel waren es? 13? Jetzt haben wir noch 12. Also wenn sie jede Runde eine töten, hast du 12 Runden. Das wäre dasselbe Zuglimit, was wir sonst haben. Also ist jetzt nichts super Besonderes. Na, und hier, der steht halt so offen wie ein Scheunentor. Ich muss halt einmal reinmoven und kann dann wegmoven. Die Frage ist, wo will ich hinmoven? Das ist eine gute Frage. Ja komm, mit dem holen wir uns jetzt erstmal hier die... Also ich hoffe, das zählt jetzt hier. Wenn nicht, drehe ich jetzt durch. Aber ich komme ja auch nicht genau rein, oder? Das sind 2 Felder. Ich hoffe, das zählt. Watcher. Testen wir, sonst wissen wir es nie. Zurück zum Schiff. Dankeschön. So, hier oben sind noch 2. Und ich würde gern irgendwie irgendwo in irgendwas, was so ein ansatzweise heißt wie Deckung. Oh Gott, der Flomix, ey, der wandelt echt am Abgrund. Wenn da vorne jetzt irgendwas ist, bin ich Moos. Bin unterwegs. Aber da hat er anscheinend Glück. Bin schon dabei. Ja, gute Lightning. Das ist unser Heiler. Den würde ich erstmal hier hinstellen. Rücke vor. Der Slayer kann ein Stück noch hier vorne. Dir möchte ich. Jawohl! Das sieht gut aus, glaube ich. Da haben wir eine schöne Line of Sight. Und du bist der Letzte. Du musst verpassen. Achso, der ist einfach verbrannt. Ja, das finde ich gut. Wusste ich gar nicht, dass das geht, aber schön. Finde ich gut. 3 Schaden durchs Verbrennen. Holy moly. Das ist super. Das wusste ich nicht, dass die so viel Schaden kriegen. Ich muss sagen, ich finde diese Mission vom Typ
schwieriger, weil du die Objectives nicht siehst. Bei den anderen Missionen, wo du halt 10 oder 11 Runden Zeit hast, irgendwas zu machen, siehst du direkt auf der Karte, hier, da ist das Ziel, da musst du in 11 Zügen hin und das erledigen. Ich weiß nicht, wo die Moped-Männer hier sind, also die Geiseln. Das heißt, wir sehen hier eine, zwei, drei. Und eine habe ich, da ist auch noch eine, vier, fünf. Okay, also wir sehen sie ungefähr, aber wir wissen halt nicht, wo die Aliens sind. Das ist halt alles ziemlich frickelig. Deswegen, also sie gehört nicht zu meinen Lieblingsmissionstypen. Wir müssen halt weiter hier rüber. Da oben ist ja halt auf jeden Fall auch mehr. Wir müssen hier irgendwie hin. Als erstes gehe ich, ja, da gab es, glaube ich, nicht so viel auf Zeit, aber das Problem ist, die wollen Druck aufbauen und Druck machst du mit Zeitlimits. Klar, wenn du halt super vorsichtig immer in den Überwachungsfeldpostenreichweiten, also Feuerschutzreichweiten, moven kannst, ist es halt nicht schwer. Du setzt halt hinten alle fünf auf Feuerschutz und gehst mit einem vor. Du siehst einen Alien und fünf Leute schießen. Wenn du halt jeden Zug machst, klar, da kannst du super vorsichtig spielen. Das will das Spiel halt dadurch genau vermeiden, dass du halt nicht immer nur mit Feldposten vorrückst, sondern auch hier einfach mal ein bisschen Distanz überbrücken musst. Also ich weiß schon, warum sie es machen. Ob ich es gut finde, ist was anderes. Okay. Klingt machbar. Sie können abhauen. Mhm. Sehr gut. Der Erdwusel. Er wuselt sich mal hier hin. Rücke aus! Ah, der Scharfschütze. Wir haben keine... Da komme ich nicht hoch, oder? Also wir haben keine wirklich erhobene Position. Außer vielleicht hier in dem Gebäude. Aber da will ich jetzt erstmal nicht direkt hin, weil ich gar nicht weiß, was da ist. Das heißt, wir behalten unseren Sniper. Das ist eine gute Frage. Wo habe ich denn viel Vision? Hier eventuell, ne? Obwohl, ob er da jetzt steht oder nicht, das macht jetzt ja doch. Aber wir müssen ja noch ein ganzes Stück hier rüber. Also den Sniper ziehen wir auch nach. Hier hin. Da hat er, glaube ich, alle Bereiche dann im Blick. Okay, bin unterwegs. Du machst einen Feldposten. Biete Feuerschutz. Du machst einen Feldposten. Feuerschutz. Und der gute Lightning, den müssen wir auch noch nachziehen. Der gute Lightning, der Grey Fox. Bewegung, Bewegung. Wenn jetzt natürlich so ein Explo-Moped kommt, drehe ich durch. Kommt ein anderes Moped. So ein Faceless Murder Moped Apparellorat. Das ist schon wieder fies. Ah, dodge this! Der hat Matrix geguckt. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier ausbringen. Sehr geil. Schon mal 5 Schaden ins Gesicht. 4 Schaden ins Gesicht. Wenn du mir jetzt instant die Gesundheitspunkte wegdonnerst, dann dreh ich mich. Sie haben mich erwischt. Ich bin hier festgenagelt. Was die alle so können. Was die alle so können. Das ist ja unglaublich. Wer bräuchte denn Level Up? Komm, wir bleiben bei unserem Nahkämpfer. Der ist cool. Wir wissen, was er nachher noch kann. Slayer. Slayer ihn weg. Mit dem Schwerthieb.
ist er. Kaputt. Begebe mich zur Zielposition. Na los, Beeilung. So, 3 von 6. 7 Leben noch. Einen sehe ich noch. Ja, wo die anderen sind, das weiß ich leider noch nicht. Da oben. Ach du Scheiße, wo ist das denn? In dem Gebäude. Ha, das sind ja Positionen. Alter Schwede, wie soll ich denn da hinkommen? Bestätigt, Überwachung läuft. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Flomix macht jetzt schon wieder den Kamikaze-Flomix. Alles klar. Werden wir es überleben? Gerettet. Und jetzt Bewegung. Advent ist hier. Okay. Incoming. Incoming. Und wir haben noch... zwei Leute, mit denen wir schießen können. Da komme ich nicht genug hin. Ich weiß nicht, welche Flanke jetzt exponierter ist. Also er hier schon, ziemlich. Die Frage ist, ob ich hier mit Lightning hin soll. Das wäre auch nicht eine geile Posi, ehrlich gesagt. Erdwusel kann auch ein Stück nach vorne wuseln. Am Auto zu stehen ist auch irgendwie richtig Bubskäse. Komm, wir machen mit dir, du hast eh nur noch ein Feld, ne? Machen mit dir mal einen Feuerschutz. Scanne Gebiet. Der Lightning heilt tatsächlich mal einmal ihmchen. Der hat schon 2 Schaden bekommen. Wir können ja 2-mal heilen. Weil 3 Schaden vom Heilen war einfach. Dann ist er auch einsatzbereit. Und ich muss nicht Angst haben, dass sie den eventuell wegfraggen. Und gehen in Feuerschutz. Und hoffen, dass jetzt keiner stirbt. Boah, ey, Tanninger, komm gut ins Bett, mein Lieber. Da ist auf jeden Fall auch noch einer drin, in diesem Gebäude. Wie soll man da so schnell reinkommen? Das ist ja fast nicht machbar, Mann. Auch dir gute Nacht. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich blute. Ja, aber... wieso hat der... das verstehe ich nicht. Bewegt sich noch. Ohne Witz. Wieso hat der... Beschuss. Sniper nicht geschossen. Der hatte Feuerschutz. Der andere ist doch in die Sichtlinie gelaufen. Der hätte schießen müssen. Und stattdessen hat er mich getroffen und den Feuerschutz entfernt. Wie dumm ist denn das bitte? Das ist ja bumsdumm. Die zwei stehen eventuell in Granatreichweite. Tun sie. Dann macht's Puff und dann sind sie weg. Werfe Granate! Er hat Rücksicht. Also eigentlich hätte der schießen müssen. Weil der andere hat ja auch geschossen.
Aber das war jetzt halt leicht komisch. So, jetzt haben wir das eine Moped-Alien. Da komme ich aber auch jetzt nicht hin. Du würdest hinkommen. Mit 30%. Ich habe jetzt Angst, aber wir können ja mal Granaten. Mal wieder. Jetzt ist die Frage. Da dürft ihr mir sagen, kann ich näher ranzoomen? Also reinzoomen? Weil ich sehe nicht, wo das Alien steht, auf welcher Ebene. Das sieht so aus, als ob es irgendwie, keine Ahnung, hier steht. So in der Luft halt. Und das ist jetzt ja wieder nicht am Blinken, was heißt, ich treffe es nicht wirklich. Und ich treffe eher den Zivilisten. T und Z. Ja, gut, okay, ein bisschen. Oh, ja doch, ein bisschen viel. Mehrfach T. Oh, eigentlich ganz viel. Das ist ja sehr nah. Okay, danke für den Hinweis. T und Z ist es. T ist reinzoomen, mehrfach drücken und Z ist rauszoomen. Das wusste ich nicht. Dankeschön. Er steht im Erdgeschoss auf Beton. Ja, die Frage ist jetzt, das kann ich nicht einschätzen, wenn ich hier reingranate, müsste ja eigentlich auch die Decke runterfallen auf das Moped drauf und ich habe eine bessere Sicht. Also, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier alles treffe. Das fällt runter. Ja, sehe ich richtig. Ich mache das jetzt einfach mal. Und dann fällt das alles runter und dann fällt aufs Alien drauf und Alien ist Moose und ist tot und eventuell der Zivilist, aber naja, da ist ein bisschen Kollateralschaden. Mach mal fertig. Mach dich bereit für eine Überraschung! Vier Schaden. Okay, die Decke ist anscheinend nicht runtergefallen. Aber der Zivilist lebt noch. Gute Nachrichten. Wo ist es hin? Jetzt ist es weggelaufen. Dummes Vieh. Achso, erstmal muss ich jetzt rauszoomen, dass ich wieder was sehe. Ja, es ist irgendwo nach hier hinten abgehauen. Das habe ich noch mehr oder minder gesehen. Ja, du brauchst natürlich erstmal Heilung. Soweit so klar. Da führt kein Weg dran vorbei, weil sonst bist du im nächsten Treffer tot. Ja, wobei, Dieb, das hatten wir. Nicht alles, was rot ist im Kreis, kriegt Schaden. Das hatten wir schon mal. In den ersten Missionen. Das hat nicht so gut geklappt. Deswegen war ich da jetzt etwas skeptisch. So. Okay. Wir schlagen sie zurück. Ach, jetzt sehe ich was. Wo schieße ich denn jetzt drauf? Ach, auf den Reanimierten oder was? Ich glaube. Hä? Wieso sehe ich das Alien denn nicht? War doch hinter dem Feuer verflucht. Oder nicht? Ja, wahrscheinlich oder nicht. Position bestätigt. Ich sehe es nicht. Also das finde ich gerade sehr komisch. Also ich glaube, das Alien war hier. Und hier drin ist irgendeiner der Zombie reanimiert worden. Weil da ist ja auch die Leiche weg. Wir haben noch vier Leute, die wir retten müssen.
Entschuldigung, noch zwei, aber noch, und fünf Leben. Ich muss mich halt ein bisschen sputen. Ja, pass mal auf, erstmal gehe ich mit dem Sunny, der hat noch wie viele Punkte? Zwei. Bin dabei. Feuerschutz. So, du gehst so in Overwatch. Bin dabei. Und hier muss ich ein bisschen näher rankommen. Das hilft ja jetzt alles nichts. So, wir gehen erstmal hier hin. Verstanden. Ich brauche Vision, verflucht. Da. Da. Ach, das ist aber der Reanimierte. Den will ich ja gar nicht töten. Der Reanimierte ist mir relativ reanimiert egal. Na, der wird natürlich auf uns zukommen. Ah, verdammt. Dreh die Kamera, wo vorhin das Alien war. Ja, aber er sieht's ja nicht. Ich könnte es ja auch nicht anvisieren, sonst würde es ja unten in die Leiste zeigen. Selbst wenn ich es jetzt optisch nicht sehen würde, kann ich es ja auch nicht angreifen, wenn es unten nicht hier als Hotspot angezeigt wird. Das ist der Reanimierte, der hier irgendwo stand. Das hat das Alien gemacht. Der hat den Mind Controlled oder whatever. Ich bin nur jetzt gezwungen, drauf zu schießen, weil ich Angst habe, dass es hier die Zivilisten nachher angreift. Ich könnte natürlich jetzt auch das Mind-Control-Alien töten, wenn ich wüsste, wo es wäre. Dann wäre der wahrscheinlich frei. Ich weiß nur nicht, wo das Moped ist. Das ist die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Ich könnte mit Slayer Super Harakiri spielen und hierhin gehen. Bin dann offen fürs Alien und eventuell tot. Aber ich habe schon mal einen mehr gerettet. Und sehe vielleicht das Alien. Und du hast noch volles Leben, ne? Ja, das könnte gut gehen. Das könnte gut gehen. Ich hoffe nur, dass da hinten jetzt nicht noch die Kacke am Dampfen ist. Position bestätigt! Na los, Beeilung! Huch. So, und wir haben noch eins gerettet. Also ein Typ. Und wir sehen das Alien immer noch nicht. Zombie. Ja, ich sehe mich gezwungen, ihn abzuschießen. Oder soll ich hoffen? Ich meine, mit dem Reflexschuss schieße ich eh drauf. Wenn das Moped sich jetzt bewegt. Also, das ist eh egal, ob ich jetzt so schieße oder nicht. Das macht alles gar keinen Unterschied. Dann kann ich auch so drauf schießen. Ja, tut mir leid. Ich treffe noch nicht mal. Oh Mann. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Die Munition wird knapp. Ach so. Natürlich. Natürlich. Irgendwas ist links von mir im Kopfhörer. Und Beförderung. Und Captain Gurkenknoppersmann kommt. Captain Gurkenknoppersmann angeknoppert. Hol dir einen Twixmann. Grüße noch stehlich. Ich brauche einen Sanitäter! Hallöchen. Hallöchen. Der will mich nur umarmen. Genau. Taktische Ohrfeige. 500. Was sagt denn mein Sniper-Moped-Mann? Mein Sniper-Moped-Mann sagt 59 Schaden. 59, das klingt doch super, oder? 59 ist ja quasi, ich hab getroffen. Bitte. Oh, danke schön. Danke schön. Flomix.
Oder Lightning mit 75. Gray Fox hat, glaube ich, schon einen abgeschüttet und du hattest 100. Ich habe Angst, dass die Mission danach noch nicht beendet ist. Wenn ich jetzt ihn einsetze, um ihn zu killen, klar, das wäre das Einfachste, es wird funktionieren. Stehe ich aber offen. Ich würde den gerne nachher noch ein bisschen zurückziehen wollen. Ich kann ihn ja auch nicht mehr heilen. Ich habe ja kein Heilprotokoll mehr, ne? Nee, Heilprotokoll ist Ende. Wer hat denn noch... Sehe ich irgendwo... Das dürfen wir mal beantworten. Sehe ich irgendwo, ob einer schon im Spiel befördert wurde? Also in der Mission? Weil das sehe ich nicht. Und in der Zeit, während ihr die Frage beantwortet, ich muss ganz kurz nochmal für kleine Moped-Streamer. 30 Sekunden Blitzpinkel-Hype. Ich gehe einmal nur ins Menü. Bin gleich wieder da. Keine Pause oder so. Geht auch. Das kann ich nicht denken. So, da bin ich wieder. Unten links sehe ich das Rangsymbol. Ich speichere mal ganz kurz. Nicht, dass hier gleich noch irgendwas Schlimmes passiert. Ich mich verklicke oder whatever. Speichern, speichern. Zurück zum Spiel. Ich sehe unten das Rangsymbol. Ja, das ist die Gamerblase, der Blasenfaktor. Immer wenn es spannend wird, ganz schlimm. Woran erkenne ich das? Also ich glaube, das ist... Ja, ich glaube. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Dann hatte er hier kein Level Up, die Erdwusel. Also mein Gedanke ist jetzt, es lebt ja immer noch das Psi-Alien. Das ist ja, glaube ich, noch nicht tot. Das ist ja einfach irgendwie, weiß ich nicht wo. Wenn ich ihn jetzt hier töte mit ihm... Klar kriege ich den Tod, 100% instant, aber ich stehe hier mitten auf dem Feld und ich habe keine Ahnung, wo das andere Alien ist. Deswegen, den würde ich ganz gerne erstmal wegziehen. Ich habe jetzt nur Angst, ihn zu bewegen. Deswegen würde ich gerne erstmal mit den anderen Moped-Männern draufschießen und zwar mit Erdwusel. Konzentriere dich! Ja. Munition ist knapp! Würde ich auch sagen. Flomix. 78. Letzter Schuss für Flomix. 75 für Gray Fox. 100 für ihn. Wir nehmen ihn. Gut, der ist weg. Ziel neutralisiert. Brauche Munition. So. Du machst einen Feldposten. Bestätigt. Überwachung läuft. So, und du gehst bitte erstmal ins Gebüsch. Wo ist Gebüsch? Ich brauche ein Gebüsch. Hier hinten ist ja auch nichts mehr, glaube ich. Wahrscheinlich gehe ich jetzt genau dahin, wo ich instant sterbe. Sie sei gegrüßt. So, da hinten links müssen die Aliens irgendwo sein. Hier. Weil ja hier auch noch die zwei Moped-Männer drin sind oder so. Das heißt, wir müssen hier reingucken. Wie viele Granaten haben wir? Eine. Ne, Entschuldigung. Eine. Eine. Wir haben exakt noch eine Granate. Ich vermute, dass sie hier alle drin sind.
Noch ein ganzes Pack von irgendwas. Ja, das Psi-Alien ist hier irgendwo, aber ich sehe es halt nicht. Das ist halt die Kacke. Ja, komm, reload. Oh ja. Feldposten. Na los, zeigt euch. Ich reloade jetzt einmal. Ans Auto, was explodiert, ist schon wieder Kacke. Feldposten. Bitte Feuerschutz. Sniper, nachladen. Nachladen. Nachgeladen. Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Nachladen. Machen wir auch noch Feuerschutz. Ich bin bereit. Bin dabei. Und Slayer macht einfach so hier mitten im Nirgendwo mit 3 Lebenspunkten im Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Das ist fies, Freunde. Das ist richtig, richtig fies. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich muss nur noch einen Mensch retten. Ich kann mich nicht mehr heilen. Und ich weiß halt nicht, was hier drin los ist, Mann. Und da alleine reinzustürmen, das wird doch nicht gut enden, Mann. Das wird doch ganz sogar ungut enden. Erdwusel ist der mit der Granate, oder? Ne, der Erdwusel hat keine Granate mehr. Okay, du hast keine Granaten mehr. Ja dann, gucken wir da einfach mal hier hin. Komm. Alles klar. Diese Mutons scheinen beweglicher als die bisherigen. Anscheinend setzen die Aliens sie aber noch immer an der Frontlinie ein. Ach du Scheiße. Die Mutons sind back in town. Die Super-Plus-Tankstellen aus dem vorherigen Teil. Ja, großer Spaß für Jung und Alt. Das ist ja ganz und gar... ganz und gar ungut. Also so richtig ungut. Ja, mein Freund haben wir auch gefunden. Das halb kaputte Psi-Moped. Alter Schwede. Den treffe ich zu 55%, den nur zu 25%. Alter, ich weiß nicht, Entschuldigung für die Alters. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wir sind quasi in einen Hinterhalt gelaufen, stehen richtig kacke, haben natürlich auch nicht mehr viele Granaten. Unser Nahkämpfer, der halt viel Schaden macht, kann nicht mehr reingehen, weil er kein Leben hat. Wir haben keine guten Positionen. Rücke zur Zielposition vor. So, wie weit kann ich? Nicht so weit, ne? Na, das war mir schon klar. Scanne Gebiet. Der kann nichts machen. Außer dann eventuell dabei sterben. Etwas.
Wenigstens etwas. Feind vernichtet. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Absolut, Lasator. Absolut. Absolut. Hast du Schutzprotokoll auf dem Spezialisten? Ja klar, das hätte ich. Ich kann halt einen Melee buffen. Das könnte ich noch auf jeden Fall machen. Also das Hilfsprotokoll habe ich noch aktiv. Nur das nützt mir halt im Moment nicht viel. Ich muss ihn irgendwo in die Nähe bekommen, dass er aber nicht Fokusziel ist. Dass ich halt nochmal eine Run-and-Gun-Action machen kann, wenn ich den Rest eventuell weggebolzt kriege. Das heißt, ist das eine volle Deckung? Ich hoffe, der Muton rennt jetzt einfach nicht an dem vorbei und haut den hinteren einen auf die Eier. Das wäre ganz sogar uncool. Wird erledigt. So, Muton. Hast du Waffen? Ja, du hast einen Blaster. Einen dicken, fetten Blaster. Eine dicke, grüne Gurke. Ja, super. Du wirst ihn treffen. Durch die Deckung. Oh, und ihn vielleicht auch. Scheiße, das Fenster habe ich gar nicht gesehen. Jetzt halt die Frage, wen er angreift. Das kann man halt nicht vorher. Das kann ich nicht predikten. Keine Ahnung, ich kann jetzt höchstens versuchen, ihn zu schützen. Und hoffen, dass er nicht hinten auf den Angeschlagenen geht. Dass die künstliche Intelligenz nicht so clever ist. Schützen wir den vorderen. Die Erdwusel. Und wir bleiben einfach auf dem Feldposten. S2 ist super offensiv. Auch nicht gute Posi, aber besser als nix. Oh, hätte er doch bitte getroffen, Mann. Nein, wo will er hin? Schwerer Beschuss in dieser Zone. Wer seid ihr? Das Ding hat 8 Schaden gemacht. Auf einen mit 20 Defensive gebufften Moped-Mann. Alter, was geht mit dem? Das geht nicht. Das war ein Nahkampfangriff. Was soll ich dagegen tun? Dagegen kann ich nichts tun. Und ich sehe noch nicht mal jetzt einen Alien. Das ist ja die größte Scheiße. Ich kann der Psi-Alien da hinten kaputt wurmen. Das hilft mir nur nicht, weil hier der Captain Mutomann hinter dieser Fassade steht. Und ich weiß nicht, wie viel Schaden ich auf dem mache. Alternativ. Was eventuell funktioniert. Ich gehe mit ihm zur Seite. Schieß hier jetzt eine dicke Granate vor die Wand. Boom, Muton ist sichtbar. Dann habe ich 3 Leute, die draufschießen können.
Und er nimmt immer noch den letzten Mini-Mann auseinander. Das ist so eine Kacksituation. Tür öffnen. Verbraucht hat Punkte? Das dürft ihr jetzt sagen. Verbraucht Tür öffnen Punkte? Nee, Tür öffnen nicht. Man braucht keine. Ich speichere mal, wenn das jetzt nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle und der irgendwie einen Schritt geht und einen Punkt verbraucht, dann sage ich dazu, dann lade ich neu. Ich speichere deswegen mal ab, weil ich würde es jetzt nicht machen. Ihr habt gesagt, es verbraucht keine Punkte. Ich stehe da nämlich nicht direkt dran. Ich teste es jetzt einfach mal. Ich sehe das Alien aber trotzdem nicht. Ach doch, da sehe ich's. Okay, danke für den Hinweis. Aber er sieht's halt trotzdem nicht. Das heißt, ich müsste dran kloppen. Und ich weiß nicht, wie viel Schaden ich mache. Das ist halt super toll. Hier hätte ich eine Deckung, die ich komplett aber wegfackeln würde, wenn ich da hier drauf schießen würde. Ich muss da eine Granate hingranaten, damit die anderen das sehen. Anders funktioniert das nicht und er muss weg. Der Scharfschütze hat keinen Schaden bekommen, aber er ist verwirrt. Oder was hat er da um den Kopf rum? Ja, es hat irgendwas. Er hat irgendwas. Er mag irgendwas nicht. Also mit dem muss ich moven und das einreißen. Das verstehe ich. Dann haben wir da den Dreier. Der. Ja, ich habe keine Ahnung, Mann. Wie kriege ich es anders geregelt? Ich kriege es anders nicht geregelt. Der Typ macht 8 Schaden im Mini. Der wäre tot. Jeder im Mini wäre tot, weil ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, was? 2, 4, ich habe 8 Punkte. Also jeder wäre tot, wenn er rankommt. Das ist völlig egal. Das heißt, ich kann halt nur mit dem zur Seite gehen. Und hoffen, dass die mich jetzt hier nicht treffen. Das heißt, ich müsste irgendwo hingehen. Und hoffen, dass ich den trotzdem noch wegkriege. Die Mini-Aliens würde ich kaputt kriegen. Wo würde ich denn stehen? Nein, ich will die Waffe nicht abfeuern. Ich will Schwerten. 94 auf den. 91 auf den. Beide Positionen wären kacke. Die Frage ist, wenn ich hier reingehe und den einfach einen Schuss reindrücke, wie viel Schaden macht er? Ich weiß es verflucht nochmal nicht. Sehe ich halt nicht. Sarah, danke für so lange dabei bleiben. Komm gut ins Bett. Ja, keine Ahnung. Ich versuche jetzt eine Runde safe zu spielen. Was immer auch safe jetzt hier gerade heißt. Ich gehe einmal, das Auto ist ja explodiert, das wird nicht nochmal explodieren. Ich darf nur nicht zu viel gehen, dass ich eventuell nochmal hinkomme, um ihn zu finishen. Ob ich das dann mache, weiß ich noch nicht. Ich gehe einmal hier hin. Das kann ich machen. Gut. Dann. Move ich mit dir. Will ich nicht hin. Bestätigt. Rücke aus. So. Das Alien stand hier hinter der Tür, ne? Das heißt, das fackeln wir jetzt einmal komplett ab.
und zerschreddert. So, du machst im Nahkampf genug Schaden für Muton kaputt. Das ist schon mal die gute Nachricht. Du kriegst Muton auch kaputt. Eventuell. Wenn du triffst. Das ist schon mal die gute Nachricht. Du kriegst Muton sicherer kaputt. Nuklearscan. ...83 hat er. 45. Und auf den anderen 35 und 15. 65. Wer bist du denn? Ach, du kannst so... Du siehst nur dieses Alien. Okay, du siehst ja das nur. Dann... machst du das auch weg. So, Problem 1 haben wir gelöst. Captain Muton-Mann, die Super-Plus-Tankstelle, haben wir erstmal in die Luft gejagt. Hier wird er kein weiteres Super-Plus betanken. Mit ihren 37 HPs. Alter Schwede. Der miese Friese, du lookst schon seit 2 Stunden. Game ist nicht verkehrt. Nein, auf keinen Fall. Es macht super viel Spaß. Sorry, dass ich halt, ja, das ist halt ein Strategiespiel. Ich muss halt denken und dann fällt mir das Reden mit dem Chat halt schwierig. Normalerweise rede ich ja mehr mit euch. Aber bei diesem Spiel muss man halt denken. Sonst ist halt schnell Ende im Gelände. So, da kriege ich auf jeden Fall noch einen weg. Das ist gut. Du hast ja eine hundsmiserable Knüppelchance. Ich treffe. Das war's für dich. So. Und mehr waren's nicht, ne? Oh, ich komme mit dem Schwerthieb gar nicht dran. Oh, das ist doof. Ich hätte gedacht... 30... Nein, 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 nein. Da muss ich weg. Das überlebe ich sonst nicht. Ich habe gedacht, den kann ich noch so finishen. Verdammt! Das mache ich nicht, das ist mir zu risky. Kacke. Jetzt ziehe ich ihn weg und sterbe wahrscheinlich trotzdem. Ah, diese wenigen Hitpoints. Natürlich. Gut, er trifft mich. Nicht noch einen weiteren Verwundung. Sie kommen von der Seite. Ja, ja. Da bin ich mir jetzt schon wieder nicht... Doch, hier, ne? Hä? Warum zeigt er das Symbol da einmal an und einmal nicht? Ich... Heißt... Er zeigt halt einmal ganz kurz das Schwertsymbol an und dann ist es wieder weg. Verstehe ich nicht. Ich würde halt gerne neben ihm. Ach, komm, egal. Oder, okay. Folgende Frage.
mein Gedankengang ist, wenn ich jetzt das mache, wie es automatisch gewollt wird, den Schwerthieb, bleibe ich hier vorne stehen, vor dem gelben Ding. Das heißt, wenn die Mission dann beendet ist, loote ich den Loot nicht. Mein Gedanke war, ich würde gerne... Ah, mit der Maus aufs Alien. Dankeschön, jetzt habe ich es verstanden. Da, genau das wäre die Frage gewesen. Dankeschön, dann weiß ich, wo ich stehen bleibe. Und ich will natürlich hier stehen bleiben. In dem Kreis des Lootens. Dankeschön, das war der Hinweis, den ich brauchte. Weil jetzt loote ich das Moped. Zielfernrohr und so ein PKS-Moped. Ich hab es. Menes 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte. Dark Meadow, dankeschön. Gebiet ist gesichert. Weil sonst hätte ich halt nämlich nicht gelootet. Bestätigt. Mission erfüllt. Ah. Gut. Einen verloren. Diese Mutons, ey. 8 Schaden auf meinen Grenadier. 11 Moped-Männer. Holla die Waldfee. Okay, dann würde ich die automatisch mitnehmen, Spike und Iron. Okay, das wusste ich nicht. Wollte jetzt nur mal sicher spielen. Hab dadurch jetzt aber gelernt, wie ich mein Mini-Moped besser positionieren kann. Also, wie gesagt, da nochmal danke an Dark für den Tipp. Das war hilfreich. Genau das war meine Frage, wie ich das so ein bisschen beeinflussen kann. Dass ich nicht irgendwo stehen bleibe, wo ich nicht stehen will. Ja, richtig, Dark Meadow. Vor allem, dass die Wand dadurch nicht kaputt gegangen ist. Schon leicht glitchy. Aber naja, egal. Genau, Rip Erdwusel gleich nochmal. Wenn wir ihn sehen, machen wir nochmal ein paar Herzchen. Macht nochmal Herzchen für Erdwusel. Danke fürs Teilnehmen, aber der Muton... Das war die Super-Plus-Tankstelle. Ich habe keine Ahnung, was ich da hätte besser machen können. Ich wusste ja wieder nicht, dass er da ist. Eventuell muss ich wirklich den Scannerwald einsetzen. Mehr Vision. Nicht in Vorpreschen, ohne zu wissen, was da ist. Eventuell will mir das Spiel damit sagen, man braucht den Scanner. Dann hätten wir vielleicht gewusst, was da ist und wäre nicht gestorben. Das kann sein. Genau, einmal Herzchen für Erdwusel. Danke für die Dienste. Raffel können wir gleich noch machen, die zwei Rekruten. Wartet dann noch. Wie gesagt, wir warten jetzt eigentlich Schluss, gleich für die YouTuber. Aber wie gesagt, erst befördern wir noch. Und dann können wir das auch eben machen. So, Grey Fox hat eine Beförderung. Wir haben... Scan-Protokoll, was macht das? Der Gremlin kann einen sofortigen Scan des Gebiets auslösen, der den Sichtbereich des Spezialisten eine Runde lang stark vergrößert und alle versteckten oder getarnten Feinde im Sichtbereich aufdeckt. Also genau das, was uns bis jetzt gefehlt hat. Oder Sanitäter. Ausgerüstete Medikits verfügen über 2 zusätzliche Ladungen, also ich kann 4-mal heilen. Nee, also pass auf. Der wird der absolute Sanitäter. Dann kann ich den anderen komplett nämlich auf, auf Scannen machen. Weil jetzt hat uns gerade tatsächlich ja auch wieder ein Medipack gefehlt. Das war ja super knapp. Ich würde gerne lieber einen kompletten Sanitäter haben und einen dann auf Hacken geskillt. Aber Scan-Protokoll super wichtig, glaube ich. Aber ich nehme den Sanitäter. Dann können wir 4-mal heilen. Das ist auf jeden Fall super. Sofern sie uns nicht one-shotten und nicht so ein Muton um die Ecke gerumpelt kommt. Dann wird der auf jeden Fall unser norwegischer, was ist das, finnischer Heiler. Und Ferex hat als Scharfschütze Feuer erwidern oder Distanzschuss. Erlaubt Feuerschüsse mit Truppsicht. Oder jedes Mal, wenn du unter feindlichem Beschuss stehst, feuerst du einmal pro Runde automatisch. Schreibt mal eure Meinung, wozu ihr tendiert.
Wir hatten bis jetzt den Distanzschuss hatten wir bis jetzt auf den anderen Scharfschützen erlaubt. Feuerschuss mit Truppsicht. Ich kann das nicht einschätzen. Dieses Feuer erwidern klingt auch ziemlich, ziemlich geil. Feuer erwidern hat Sockner. Feuer erwidern nimmt Antemidaris. Ja, wenn er halt tatsächlich eine gute Trefferchance hat. Er hat einen 79er, ich weiß es nicht. Der eine Revolver hält Skilltree, der andere halt auf Sniper. Feuer erwidern nur mit der Sword, muss mit nah ran. Okay, die Mehrheit würde... Okay, Split Decision. Also, wie gesagt, bis jetzt habe ich halt den Distanzschuss genommen. Ich überlege, ob halt... Das ist halt das Fiese. Nicht spoilern. Das bitte jetzt nicht spoilern. Ich weiß halt nicht, was für Perks noch kommen. Es kann halt sein, dass dieses Feuer erwidern, wenn hier noch viel mehr auf Revolver geht, dass das richtig geil wird. Das weiß ich jetzt leider noch nicht. Das heißt, eventuell, wir machen uns jetzt noch einen Scharfschütze für hinten bleiben. Machen uns dann aber auch irgendwann einen Scharfschütze auf Revolver hält. Dann werden das nämlich die... Wahrscheinlich, dann musst du die mitrücken. Ganz normal in Nahkampf. Also Close Range, nicht Sniper Range. Wir nehmen jetzt einfach nochmal mitten einen Heckenschütze. Um auf Dächer halt snipern zu können. Und bauen uns aber auch einen Revolverhelden. Machen wir das so. Gut, weiter. Und weiter. Und ein Zielfernrohr, 10 ausweichen, das ist super. Das kriegt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das der Ranger noch kriegen kann. Der hat ja schon einen Lebenspunkt extra. Mutant Obsessie. Okay, die können wir auch machen, verstehe. Hallo, Commander. Im Test von GameStar waren sie begeistert vom Revolverhelden. Ich kenne die Perks halt nicht. Keine Ahnung, was danach kommt. Es mag sein. Wenn ich alles sehen würde, könnte ich auch Synergien erkennen. Nur von einem Skill erkenne ich halt nicht die Synergien, was später kommt. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Ja, ich weiß. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten so, für die YouTuber, das war's an der Stelle. Dann cutte ich nämlich hier zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.